Moin Moin Leute, willkommen zu der neuen Folge vom Stargate Mod. Heute gucken wir uns die Kampagne mal als die Goa'uld an, beziehungsweise als Anubis, der sich dann nach und nach die Systemlords einverleibt und dann weiter vorrückt gegen die Tauri. Ich denke mal, das wird so sein wie bei den Tauri, dass man quasi anhand von einer Geschichte wieder die Technologien bekommt, genau. Alles klar, im Namen von Gott. Rintelnok, so nämlich. Aha. Alles klar. Wer sich erinnert an die Stargate-Folge, wo Jack... Nicht Jack Daniels, Daniel Jackson. Wo Daniel Jackson aufsteigt. Da sieht man ja Anubis als Person. Und das hier müsste schon direkt in Tauri gehören, ne? Ja, Mensch. Mit Cape? Scheint niemanden. Okay, Anubis. Hat der eigentlich ein fettes Schlachtschiff dann direkt? Okay, da gibt es 20% mehr Damage einfach nur. Und 15% mehr Price Reduction. Okay, was haben wir hier? Ein Palast haben wir hier. Eine Training Facility. Bauen wir noch einen Hangar. Und eine Small Shipyard. Würde ich so einfach mal vorschlagen. Wir können keine Scouts bauen oder so. Ah, guck mal, da können wir gar nicht hin. Okay, ja, wir können erstmal nichts machen. Ach, guck mal, ein Wolf. Cap ist in. Ja klar, machen wir. Ich würde tatsächlich gern. Oh, ein paar Bomber bauen. Ja gut. Geht nicht. Mit einer Attacke. So. Okay. Ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht? Ich habe halt nur drei Jaffa-Truppen, ne? Ist ja nix. Ja, kriegen wir hin. Können wir einen Schrein bauen? Was bringt der denn? Da bin ich mal gespannt. Aber es ist ja ein Raumgebäude. Liegt ja vielleicht. Ich kann jetzt erstmal nur mutmaßen, ne? Irgendwie mehr Sensorreichweite oder so. Oder passive Boni. Ich kann natürlich Upgrades machen. So. Aber was auffällt, wenn ich hier in der Kampagne Truppen absetze, da kommt immer nur einer raus. So, normalerweise sind es halt mehrere. So, Zweier-Trupps halt, ne? You know? Was kann so eine Siedlung? Ein bisschen asiatisch angehaucht aus. Hier Platz für Gebäude. Flüsschen. Ja, sieht gut aus. Oh. Ja, okay. War jetzt kein Thema. Mal kurz drüber gerannt. Oh, wir haben was bekommen. Anti-Infanterie und Anti-Air-Guys. Das ist nice. Formation, okay, machen wir. Schlag auf Schlag. Also hier geht's deutlich flotter zugefühlt. Ah, Moment, da stand dran, was der Schrein macht. Okay, das hat viel mit Religion zu tun. Wir können nur Priester rein. Ich
Okay, also wir können Priester bauen, wir kriegen mehr Geld und der Schrein oder der Priester halt das Leben der Infanteristen. Priester auch eine neue Einheit, ne? Den gab es vorher nicht. Glaube, ich habe hier alles gebaut. Ja, habe ich. Okay, Attacke. Okay, die erste richtige Mission. Let's go. Kriegen wir hin. Wie viel X303 wurden denn gebaut? Ja, es gab die Prometheus, aber die ging doch dann im Nebel verloren. Dann haben die Russen eine bekommen. Ich glaube, das war's. Ja, dann haben die Russen haben ja 304 bekommen, ne? X303 gab es nur eine. Wenn ich falsch liege, könnt ihr mich gerne korrigieren, aber ich meine, es gab nur eine. Eine Quaderbombe oder was? Kriegen wir, wir können die Space Station noch eben kurz abreißen, wenn ihr wollt. Auch kein Problem mit. Is there anything else I can do to prove my loyalty? It would have been easier, had you left me with a weapon. Very well. Ja, genau. My lord. Yes, my lord. Der ganze Rest geht bitte einfach straight nach da. Und aber halt arsch langsam die Alcash, ne? Yes, my lord. My lord. Ich meine, ich will ja im Endeffekt nur Antrieb ausschalten. Yes, my lord. Ja, da ist er. Is there anything else I can do to prove my loyalty? You die at the hand of your god. My lord. So nämlich. To the death. Is there anything else I can do to prove my loyalty? Ich baller hier halt Cash auch wie sonst was weg, ne? Okay. My lord. So, ihr könnt zurück. Ihr könnt zurück. Yes, my lord. Ja, er schlachtet die alle nur ab. Nice. Okay, haben wir geschafft. Easy. Na, Antrieb ausschalten und dann geht das. So, Ah, Ares Boch, der Gute. Ja, Priester. Oh, nice. Eine neue Einheit, kenne ich nicht. Okay, finde ich cool. Okay, die können anscheinend den Nahkampf noch heilen, ja? Okay. Ja, nice. Ja, Tech 2. Priester bauen geht er nicht. Den Bodenkampf will ich jetzt auf automatisch machen, nachdem wir uns die Map angeguckt haben. Können wir uns nicht angucken. Ja, dann Attacke. Wir haben noch 20 Minuten. Ja, nee, dann gehen wir da jetzt rein. Okay, also von der Dynamik her ist die Goa'uld-Kampagne gefühlt deutlich schneller als die Tauri-Kampagne. Weiß ich nicht, wie geht das hier? Bam, 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 bam. Also gefühlt ist die Tauri-Kampagne halt eher so für Leute, die, ja, keine Ahnung, einen netten Einstieg haben möchten. Und die Nubis-Kampagne ist gefühlt so ein bisschen... Ne, du hast das Spiel schon mal gespielt. Hier steht halt auch noch Race dran, ne, oben links. Tactical Information. Bei Special Buildings. Ich denke, das wird auch noch angepasst. Nee, ehrlich gesagt nicht. Takluchnatagamuntorun. Das ist cool. So. Sure.
Let's go. Das ist also... Ah, die Türme kenn ich aus dem Remake-Mod, der eine andere vielleicht auch. Hm. Ah, guck mal, so ein Kran haben wir da. Huch. Was ist das denn? Okay. Ja, das wusste ich nicht. Lol. Hey, wie fies ist das denn? I trust you. Okay, ja, der killt den jetzt. Die sind hier übelst strong. Ja, tot. Als ob die so Ballongeschütz... Also, das ist voll cool, dass es das gibt. Das ist das Erste. Und das Zweite ist... Was mache ich denn jetzt dagegen? Okay, zum Glück kam der Gegner dummerweise. Also sein Pech uns direkt entgegengerannt. Aber die hat mich ja... Hätten mich sowas platt gemacht. Also die sind mega. Die Ballon-Defense-Türme. Die finde ich echt nice. Powerbase. Okay, wo denn? Dakara, Schulak, Erebus. Aha. Das kriegen wir hin. Aber erstmal muss ich jetzt hier Sachen befestigen. Die bauen wir noch. Hier bauen wir noch alles. Das mit den Minen stört mich irgendwie ein bisschen. Also, weil es halt einfach macht der Gewohnheit, dass ich überall Minen bauen kann, weil ich halt schon recht wenig Geld. Wollen wir einen davon. Drohnen bauen. Darf auch ihn hier benutzen, ne? Ja, das ist, weil ich den Remake-Mod jetzt so lange gespielt habe. Und da war ich immer halt so, ja, pff, egal. Sonst bin ich immer, ich will irgendwas bauen, okay, ich flieg mit ihm hin. Ja, ein paar Drohnen. Die kann ich mir das halt eigentlich auch sparen. Ballon Defense würde ich halt gerne auf jeden Fall bauen. Die ist sick. Dann machen wir da hier noch ein Priester. Und dann ist gut. Und dann bauen wir hier noch ein paar Schiffe. Ein paar alte Atax. Aber es braucht es Tor, ja? Tor, genau. Tot. Gut, dann können wir ein bisschen vorspulen. Wir haben jetzt ungefähr gleich eine Viertelstunde erreicht, dann haben wir noch eine Viertelstunde. Vielleicht können wir noch eine Mission machen. Ja, ganz cool. Nee. Geht ihr euch mal hier nach Keb? Ja, wollen wir mal einen von denen. Jägerabwehr ist immer wichtig. Kann man nie zu wenig haben, auf jeden Fall. Egal, als nächstes geht's dann nach hier links, oder? Oder geht's dann hier? Doch, ich glaube, es geht hier lang. Very well. Das geht sogar, lol.
Der Blade ist halt von Grund aus so rot, deswegen war ich so verwirrt. So, hä? Do you want to know how I became the greatest bounty hunter in the galaxy? Ja, komm mal ran auf den Meter. Ja, dann baue ich die Space Stations hier noch aus. Für mehr Bevölkerung. Okay, dann Attacke. Hier können wir Kultkrieger bauen. Nice. Ja, und Battleships, ja, was willst du mehr? Im Boden voller Kultkrieger, falls sie durch Stargate kommen, direkt alle tot. Und oben schon der Tech 5. Das ist nice. Aber der Planet ist auch balanced, dadurch, dass der halt nur drei Bodenplätze da hat. Ach, ich kann doch jetzt ihn hier als Scout nutzen. Langara. Ich wollte gerade sagen, da ist aber nichts los. Achso, ja genau, kommen wir mal da runter. Ah, komm, hier ist Baal. Mit ein paar Schiffen. So, dann gucken wir mal, ob wir hier was Neues Schönes bauen können. Mir das eigentlich viel, wenn ich das Ding da baue? Ja. Ich glaube, neue Schiffe kann ich mal gar nicht bauen, oder? Nicht hier dünner aus. Gut, dann mache ich noch ein paar Schiffe. Ja, eine Flotte von 28. Nee, also muss ich ja deutlich, deutlich mehr bauen. So klar, könnte ich jetzt... Bomber spammen? Vielleicht? Die waren ja jetzt nicht schlecht. Die Needle-Jäger echt so viel besser. Ach, die können Stargate traveln. Ach, das sind die Scout-Einheiten. Gewundert, hey, warum die sind so teuer. Okay, gibt jetzt natürlich Sinn. Nehmen wir mal ein paar noch von denen. Aber wenn das ein Tech 5 Planet ist, warum kann ich denn da keine Shipyard bauen? Hä? Das verstehe ich nicht. So 41, 28, ja, das wird was. Die baue ich noch fertig und dann gehen wir da rein. Ich kann ja ihn auch mitnehmen. Why not? Wenn er stirbt, ist halt Game Over. Dann darf er halt nicht sterben. So einfach ist das. So, dann gehen wir nach da und dann gucken wir weiter. Und let's go. Über Dakara, was können wir hier Schönes bauen? Ah, wieder ein Schrein. Ja, ist okay. So, plus 20% Damage. Let's go. Schicken wir mal weg. Ah, das Boch, der Gute. Ja, ich muss mal hier eben kurz. So. Okay, let's go.
Katerbombe rein, GG. Ah, der ist. Und der ist keine Schilde mehr. Der hat keine Schilde mehr, der muss da raus. So. Achso, ne, die Bomben da immer noch drauf. Ja, dann let's go. Geht's Anubis? Sehr gut. Okay. Hey, ihr könnt eigentlich ganz ehrlich. Und du auch. Den Micromanage ich jetzt so ein bisschen. Dass der hier schön auf die Bomber geht. Na, guck mal. Da haben wir noch jemanden gefunden. Nehmen wir die mal eben kurz hier rüber. No, na gerade aber mal. Let's go. My lord, to the death. Ja, nee, den kriege ich nicht mehr. Aber damit haben wir den Raubschiff mit der Kara gewonnen. Und war alles reingehauen. Mensch. Bleibt doch noch ein bisschen. Ja, das ist mehr als akzeptabel. So, dann hätte ich das gerne so und so und so. Kann man davon nur vielleicht 3 Stück bauen? Ich würde sagen, das passt, weil mehr kann ich gerade eh nicht bauen, richtig? Richtig. Dann gucken wir doch einfach mal. Ach, hier ist die Antika-Waffe. Stimmt, ob Sakara war die, womit die Replikatoren ausgelöscht haben. Apropos Replikatoren. Ne, wenn wir gerade so am Überlegen sind über Kampagnen, die noch kommen könnten. Also eine Ori-Kampagne wäre nice, Replikator-Kampagne wäre nice. Ich weiß nicht, inwiefern die Asgard in der Tauri-Kampagne mit drin sind. Das werde ich aber auch erst erfahren, wenn hier Obstbeta raus ist. Also auf die Asgard bin ich wirklich sehr gespannt. Die können eine sehr coole Rolle spielen und das ist die Map. Die Map aus der Serie, genau. Das sieht sehr aus wie in der Serie. Sieht nice aus. Ein paar Ruinen hier und so der Aufbau. Stell ihn mal auf Stun. Und dann rücken wir hier mal aus. Nur im Boden habern. Und den Priester mal angucken. Okay. Chula Alasla. Ja. Es ist immer dasselbe, okay. Wechselt der die Waffe? Ne, okay. Das wäre natürlich ein Zähn gewesen. Micromanagen hier. Ja, der geht ja richtig zu nah. Okay. Der kommt. Wie
Vehikel, das ist egal. Da kommt der Gas. Oh oh, komm mal da mal. Ich bin gespannt, was er macht. Gar nichts. Die waren Gebäude, ne? Also hier waren Gebäude im Sinne von, die sind Gebäude, die man stören muss. Oben ist uns nichts mehr, ne? Geht ihr doch mal dahin? So, noch unsere Flapschutz. Gibt's nicht. Da kommt Bomber, nice. Er geht ja wirklich in Nahkampf. Ehrlich. Ja, guck mal, die Bomben machen ein bisschen Schaden. Also das heißt, sie sind nicht komplett useless, das würde ich damit sagen. Die Drohnen wiederum schon. Alter, das ist groß, okay. Das ist groß. Okay, weiter geht's. Da müsste doch ein Gebäude sein. Ja. Oh, eine Attacke. Das ist orbitale Bombe, der Morph funktioniert. Gefällt mir. Alter. Das hat er richtig rein. Okay. Ist gut. Nein, jetzt ist das tot. Ich will übelst Feuer. Und jetzt wollen wir aber auch voll lange, Alter. Haben wir hier nochmal welche ran? Ah, klar. Okay, haben wir jetzt? We are victorious, nice. Das lief doch gut. Okay, dann fährt jetzt noch Schulak. Da würde ich sagen, fliegen wir auch noch eben hin. Da machen wir sogar ein bisschen länger als eine halbe Stunde. Wobei ich würde sagen, wir machen noch die Schlacht hier mit Apophis. Genau, die machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Ich glaube, meine Flotte würde jetzt hoffnungslos draufgehen. Ah, guck mal, Infanterie ist jetzt 20% günstiger. Das ist auch schon mal nice. Das mir auf jeden Fall aufgefallen ist. Der Unterschied zwischen den Kampagnen ist, dass vom Gefühl her geht die bei den Gua'uld deutlich schneller vom Progress her. Fühlt. Ich glaube, es kommt aufs selbe hinaus. Ja. Ansonsten. Mission bei den Tauri haben wir bisher nicht geschafft. Ja, wird aber dann auf jeden Fall kommen, sobald das Spiel aus der Open Beta, aus der Beta raus ist. Keine Ahnung, ich rechne damit so Mai mit, dass es da fertig ist. Behaupte ich jetzt einfach mal so. So, du möchtest deinen Schildgenerator verlieren, wurde mir erzählt. Hätte sie jetzt echt getarnt, der Sack.
Ja, mach mal hier deine Action da. Nimm mal eine Jägerabwehrschüssel. Ja. Da bitte. Ja, das ist tot. Angst hätte er bitte unsichtbar, der Sack. Ist immer noch nicht wieder da auf der Minimap. Richtig so schnell wird er auch nicht wiederkommen. Ja, dann weiter geht's, ne? Da ist er. So, weiter. Na, da oben ist noch so ein Jägerabwehrschiff. Ja, auch noch. Flieg doch bitte schneller, Alter. Hätte echt arschlange sein. Ja, geh mal ein bisschen scouten. Nehmen wir die Angriffsbefehle. Eine Kaderbombe raus. Und abziehen. So, ich könnte schon mal das Ziel ändern. So, den haben wir jetzt gleich. Jetzt ist er schon wieder unsichtbar, ne? Ich raste aus. Den unsichtbar machen ist halt echt assi. So, hier kann ich bitte da hinstellen. Müssen noch vorspulen jetzt. So, da ist er. Alles drauf da jetzt. Na, schön eine Quaderbombe da lassen. Nee. So nicht. Will die Schilder wegmachen? Na, ja, schaffen wir nicht. Schade. Oder doch? Ah. Ja, viel Spaß beim Überraumsprung. Mal gucken, wie gut der funktioniert. Ah, huch, gar nicht. Okay, hier geht's dann auf jeden Fall noch weiter. Heißt, man stängelt sich quasi hier unten so lang. Ja, da kann ich immer noch nicht hin. Dann sind wir auch schon fast bei der Erde. Ich denke mal dann bis hier. Genau. Okay, das war's auf jeden Fall mit Django World. Ja, sobald, ne, wie gesagt, das dann in der stabilen Version ist, wird es ein Let's Play geben zu beiden Seiten. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.